Und mit diesen Aufnahmen heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wie eben eingeblendet, das Footage, das ihr gerade gesehen habt, habe ich alles mit der Insta360 One X 2 erstellt. Natürlich bis auf die Schmuckaufnahmen, indem man die Kamera hier selbst sieht. Da es in der letzten Zeit vermehrt Interesse und auch Fragen zu den Systemen von Insta360 gibt, dachte ich mir, werde ich in dieser Ausgabe euch erzählen, wie ich die Aufnahmen, die ihr eben gesehen habt, zum einen aufgenommen und zum anderen in der Insta360-App bearbeitet habe. Und dabei wünsche ich euch sehr viel Spaß. Bevor ich mir gleich die Aufnahmen vom Anfang schnappe, also den Teil, wo ich mit dem Auto unterwegs war, das Ganze in einzelne Elemente zerlege und euch erkläre, wie das Ganze zum einen aufgenommen und exportiert worden ist, möchte ich euch ganz kurz erzählen, welches Equipment dafür überhaupt notwendig war. Und ihr werdet erstaunt sein, dass gar nicht so viel notwendig war, um diese kreativen Ansichten hier für dieses Projekt zu erstellen. Zum einen natürlich, wie eben schon gesagt, die Kamera, das ist die Insta360 One X 2. Und hier haben wir die Wahl, entweder lädt man eine klassische 360-Grad-Aufnahme, zum Beispiel auf YouTube hoch, dann kann man sich in der Aufnahme umschauen, wenn das Video abspielt. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht so spannend. Was ich aber viel interessanter finde, ist die Möglichkeit des Reframing. Das heißt, man kann aus diesem 360-Grad-Ball einzelne Full-HD-Aufnahmen exportieren. Dabei können wir mehrere Ansichten exportieren, Bewegungen hinzufügen und dank der KI der Insta360-App sehr viele kreative Sachen machen, die wirklich interessant aussehen. Ihr werdet das Ganze gleich natürlich sehen. Naja, an Zubehör habe ich nicht so viel benutzt. Grundausstattung bei einer 360-Grad-Kamera, das ist der Selfie-Stick. Hier empfehle ich den von Insta360, weil er schön in dieser Stitching-Linie verschwindet, also die Linie, wo sich beide Linsen quasi überlappen und alles, was da drin ist, verschwindet. Und dann habe ich das Saugnapf-Stativ von der Firma PGY-Tech benutzt. Qualitativ wertig das Teil, kann man wirklich in jeden Winkel einstellen und die Kamera bleibt auch wirklich am Auto. Die Kamera und das eben genannte Zubehör habe ich natürlich unten wie gewohnt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Derzeit läuft auch eine Aktion bei Insta360, also es würde sich lohnen, da mal vorbeizuschauen. Okay, lasst uns zum deutlich interessanteren Teil kommen, und zwar der Erstellung und Bearbeitung der eben gezeigten Aufnahmen. Und diesen Bearbeitungsprozess würde ich in zwei Kategorien einteilen. Einmal der manuelle Prozess. Mithilfe der Insta360-App und Keyframes habe ich Bewegungen und Drehungen erstellt. Das werdet ihr gleich noch genauer sehen. Und die andere Kategorie ist das Bearbeiten dank der künstlichen Intelligenz in der Insta360-App. Das heißt, wir haben dort Shortlabs, Vorlagen, in die wir einfach nur Aufnahmen reinziehen. Die KI lässt ihre Muskeln spielen und wir erhalten am Ende sehr kreative Aufnahmen. Aber lasst uns zunächst mal mit der ersten Kategorie, dem manuellen Bearbeiten, starten. Um diese ausgefallene Kamerafahrt hinzubekommen, habe ich lediglich die Insta360 One X 2 und den Insta360 Selfie-Stab benutzt. Die Kamera drauf montiert, den Stab auf etwa 1 Meter Länge ausgefahren. Ihr werdet gleich sehen, warum diese Distanz notwendig war. Und Achtung, nur damit ihr es wisst, der Fly-Through-Effekt stellt so eine kleine Ausnahme dar. Und zwar muss bei diesem Effekt euer Smartphone und die App mit der Kamera schon beim Aufnehmen verbunden sein. Ihr werdet gleich feststellen, bei den ganzen anderen Kamerafahrten, die ich gleich zeigen werde, ist es nicht der Fall. Dort können wir immer die Kamera auch manuell ohne gekoppeltes Smartphone starten und dann nachträglich alles bearbeiten. Aber hier merken wir uns, es stellt eine Ausnahme dar, denn wir müssen über die App und das Smartphone der Kamera sagen, wo ein Durchflug quasi stattfindet, damit sich der Anfangs- und Endpunkt gemerkt werden kann. Wenn man die Kameravorschau in der App geöffnet hat, sieht man so ein kleines Papierflieger-Icon. Dieses muss für das Fly-Through aktiviert sein. Wir drücken drauf, das Ganze färbt sich gelb ein und jetzt können wir quasi auch schon loslegen. Starten unsere Videoaufnahme in 5,7K 30 FPS auf dem runden gelben Auslöseknopf. Wir rennen also parallel los und hier sieht schon die Aufnahme so aus, als würden wir mit einer Drohne aufnehmen, denn die Flow-State-Stabilisierung, die alle Insta360-Kameras haben, macht hier bereits einen guten Job. Haben uns quasi das passende Objekt, welches wir durchfliegen möchten, ausgesucht. In dem Fall war es mein Auto, beide Scheiben waren runtergelassen. Ist ja klar. Ich renne zu dem einen Fenster, strecke meinen Arm durch und drücke das Icon, welches den Anfang des Übergangs markiert. Arm wieder raus, einmal ums Auto gelaufen, gehen dann aber zum Beifahrerfenster. Ich strecke meinen Arm wieder ins Auto
und markiere quasi den Endpunkt und renne weiter, also der Drohnenflug geht weiter. Was haben wir getan? Wir haben quasi einen Übergang erstellt. Die KI der App hat sich einfach doppeltes Material gemerkt, dieses überlappt, noch eine Drehung hinzugefügt und dann sieht es so aus, als würden wir mit einer Drohne ins Auto reinfliegen, diese dreht sich, fliegt wieder raus und fliegt weiter und das können wir auch beliebig lang machen. Es müssen nur einfach passende Objekte, bei denen dieser Effekt cool aussieht, zur Verfügung stehen. Im Grunde brauchen wir nur noch die Aufnahme zu exportieren. Ihr seht es, hier ist so eine Aufnahme, bei der ich einfach mal aufs Auto zugerannt bin und habe den Fly-Through-Effekt ausprobiert. Also wir sehen jetzt schon die Stabilisierung. Rot unten wird gekennzeichnet, der Teil vor dem Durchflug quasi. Boom! Hier wird dann auf die zweite Aufnahme gewechselt und das alles wirklich sehr flüssig mit einem sauberen Übergang. Natürlich kann es hier passieren, dass man sowas mehrmals machen muss, um einen besseren Durchflug, sage ich jetzt mal, zu erzielen. Wir gehen dann hier oben drauf, exportieren das Ganze in Full HD mit 30 Bildern die Sekunde und fertig ist die kreative Aufnahme. Das mit dem Exportieren werde ich natürlich gleich bei den anderen Sachen nicht jedes Mal aufs Neue zeigen. Und jetzt schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie hat euch dieser Effekt gefallen? Im Grunde sehr simpel, macht aber einen richtig nicen Eindruck, oder? Der nächste Effekt aus der manuell erstellten Kategorie, sage ich jetzt mal, nennt sich Barrel Roll. Und so sieht das Ganze aus. Wie eben schon gesagt, jetzt kommen die Sachen, bei denen nicht immer das Smartphone mit der Kamera verbunden sein muss. Sprich, ihr könnt die Kamera auf dem Selfie-Stab, Saugnapfstativ oder einfach so wie in diesem Fall irgendwo hinstellen, eine Aufnahme starten im 5,7K und dann später hier in der App, wie wir es jetzt gemeinsam machen werden, bearbeiten. Ihr seht das, ich habe die Kamera ganz stumpf auf den Boden gestellt, in den Schnee. Hier ist so ein bisschen noch was zu sehen. Die Kamera ist quasi sehr gut in der Stitching-Linie verschwunden. Zunächst einmal wählen wir uns natürlich erstmal das richtige Format aus. Ihr seht das, 9:16, sprich Instagram-Story, TikTok und was alles da draußen in diesem Format heutzutage gibt, ist derzeit eingestellt. Aber wir wollen ja ein normales Video hier für YouTube machen, deswegen 16:9. Ich habe die Aufnahme von der Kamera bereits in die App importiert. Man könnte auch direkt von der Kamera aus arbeiten, aber das ist nicht so schnell, als wenn man alles schon auf das Smartphone drauf importiert hat. Wir haben hier natürlich jetzt super viele Möglichkeiten. Wir können die Aufnahme bereits kürzen, wir können hier gewisse Filter dazulegen und so weiter. Aber ich möchte euch ganz einfach zeigen, wie dieser Barrel Roll Effekt zustande kommt. Und das Geile ist, ganz ohne Zubehör, rein über die Software und die Mehrpixel. Und ab hier ist jetzt das Timing super wichtig, denn wir wollen ja, dass der Barrel Roll quasi unterm Auto gemacht wird. Deswegen spulen wir so ein bisschen vor. Ja, bis zum Vorderrad ungefähr, setzen hier ein erstes Keyframe. Hier ist die Welt noch in Ordnung, nichts steht Kopf. Ein paar Millisekunden später, ungefähr hier bei den Hinterrädern, soll die Drehung quasi schon zu Ende sein. Deswegen ein zweites Keyframe hinzugefügt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier bei Drehen zu bestimmen, in welche Richtung soll sich denn das ganze Bildmaterial quasi drehen. Wir können entweder gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen lassen, aber gehen wir mal links rum. So, da werden auch schon in Grad angezeigt. Natürlich 360 Grad. Wir wollen doch hier die 360 stehen haben. Und jetzt müsste es theoretisch so sein, dass vom ersten bis zum zweiten Keyframe quasi diese 360 Grad Drehung stattfindet. Aber wir möchten ja auch noch, dass die Ansicht mit umflippt. Deswegen einmal hier umgeschaut, zack, und aktualisieren das Keyframe. Boom, es wurde ein weiteres gesetzt. Und jetzt schaut euch mal den Effekt bitte an. Die Kamera wird erstmal stillstehen bis zu den Keyframes und wird das Bild dann so rumdrehen, wie wir es haben wollten. Schaut mal. Bei so etwas sind der Kreativität absolut keine Grenzen gesetzt. Und wenn ihr einmal in diesem Thema drin seid, ein paar Aufnahmen gemacht habt, ihr müsst nicht mal viele haben, ihr könnt aus einigen so viel rausholen, werdet ihr euch selbst erwischen, wie ihr da sitzt und rumspielt und jedes Mal etwas Neues für euch selbst entdeckt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwann so etwas auch mit 4K-Aufnahmen möglich ist. Das Ganze ist sogar mit der Insta360 Go, der kompakten Kamera, möglich. Das heißt, wir könnten das Ding auf ein Dröhnchen packen, zum Beispiel auf eine Tello, da gab es auch ein Video von mir schon mal dazu. Wir fliegen ganz normal geradeaus und fügen Drehungen hinzu, als würde man fast mit einem Racecopter fliegen.
Das Multi-View erklärt sich ja schon fast von selbst. Für diese Aufnahme habe ich die Insta360 One X 2 auf dem Saugnapfstativ im Auto an der Scheibe angebracht. Eine ganz normale Aufnahme gestartet und jetzt können wir uns aussuchen, was alles angezeigt werden soll. Gerade für Autofahrten, Rennfahrer, wer auch immer solche Kameras draußen benutzen würde, eine simple, aber interessante Funktion. Wir dürfen nicht vergessen, das System nimmt wirklich in jede Richtung auf. Ihr seht das, so wird es wie eine langweilige Aufnahme aussehen. Wir können hier natürlich schon auch andere Effekte und Kamerafahrten draus machen, aber wir möchten dieses Multi-View benutzen. Sobald wir die Aufnahme auch hier aufs Smartphone in die App importiert haben und uns die Aufnahmen aufrufen, haben wir hier wieder mehrere Möglichkeiten. Hier steht schon Multi-View. Wir brauchen nur noch einen Startpunkt auswählen und einen Endpunkt, in dem das Ganze gemacht werden soll. Und das Coole, wir können uns jetzt sogar aussuchen, in welcher Art und Weise das Multi-View dargestellt werden soll. Ihr seht das hier schon wie eine Art Facecam. Und das Besondere, hier hat schon die KI der App von alleine erkannt, das ist ein Gesicht, das ist interessant für diese kleine Facecam in der Ecke. Vorne ist die Fahrtrichtung, das wird ebenfalls abgebildet. Man kann natürlich hier frei bestimmen, das ist auch das Besondere. Oder man splittet das Ganze einfach, 50-50 aufgeteilt. Ich hatte für das Video den Effekt hier gewählt. Car Split. Einmal in Fahrtrichtung und oben drüber mich quasi den Fahrer. Ja, und ihr seht, wie simpel man solche Sachen dann erstellen kann. Als Laie, der sich vielleicht mit einem Schnittprogramm am Rechner nicht auskennt, da würde man erstmal sehr viel Zeit investieren, um so etwas hinzubekommen. Ich habe ja eben gesagt, die künstliche Intelligenz der Insta360 App hilft uns dabei, gerade bei längeren Aufnahmen interessante Elemente eines längeren Videos rauszusuchen. Vor allem, weil es da, wenn man das Ganze 3D-dimensional betrachtet, wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt. Und hier soll die KI uns ein bisschen auf die Sprünge helfen und schon mal rausfiltern. Wo sind vielleicht Menschen zu sehen, die interessant sein könnten für ein Projekt? Wo fährt vielleicht ein Auto lang? Dann wird die Kamera automatisch einfach den Fokus auf sich bewegende, interessante Objekte schon von alleine legen, dass wir quasi nur noch diese Aufnahme runterspeichern müssen. Ich möchte das Ganze hier in dieser Szene vorführen. Das ist das, wo ich um die Cam quasi, die auf dem Insta360 Selfie-Stab steht, herumdrifte. Also die Kamera steht starr auf dem Boden. Vielleicht kann man das Ganze dann noch ein bisschen besser verstehen. Und ich erhoffe mir jetzt vom Autoframe, dass das Auto, haha, Wortwitz, zum einen erkannt wird und die Kamera auch mal mitgeht. Einfach links unten hier auf dieses Icon drücken, zack, dann wird das Ganze berechnet und uns werden schon einzelne Sequenzen vorgeschlagen. Nummeriert das Ganze. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Hier zum Beispiel ein Fahrzeugsymbol. Hier ist ein Mensch als kleines Icon oben links in der Ecke. Und die App hat schon quasi Szenen erkannt, in denen zum Beispiel ein Mensch zu sehen ist. Das bin ich, der ins Auto steigt. Oder ein Fahrzeug. Das ist das Auto, welches um die Kamera driftet. Wir sehen schon, wow, wie geil, da wurde eine Kamerafahrt hinzugefügt. Hier wieder auf mich draufgegangen. Auch hier die Kamerafahrt von alleine, mich im Fokus, wie ich ins Auto renne. War gar nicht beabsichtigt, dass ich das aufnehme. Hier habe ich die Kamera nur schnell eingesammelt und habe dann die Aufnahme im Auto gestoppt. Ich kann jetzt die einzelnen Sachen anwählen, speichern und direkt in die App importieren. Dort wiederum andere Effekte drauflegen, das Ganze exportieren. Also man hätte hier noch ausreichend Möglichkeiten, um sich kreativ auszutoben. So Freunde, nachdem wir uns jetzt die Möglichkeiten im normalen Editor angeschaut haben, und glaubt mir, das ist bei weitem noch nicht alles, möchte ich jetzt zur zweiten Kategorie kommen, bei der die künstliche Intelligenz in der Insta360 App seine Muskeln spielen lässt. Die sogenannten Shotlabs. Man braucht wirklich in die einzelnen Vorlagen nur die passenden Aufnahmen reinzuziehen und die Magie der künstlichen Intelligenz erledigt für uns den kreativen Rest. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt nicht jede einzelne Vorlage hier vorführen kann. Das Video ist jetzt schon mehr als ausführlich geworden. Aber ich werde ein, zwei interessante mal zeigen. Man sieht, es sind einige und es kommen immer wieder neue hinzu. Den Auto-Timeshift habt ihr gesehen, diesen möchte ich auch vorführen. Was sehr cool ist, zu jeder Vorlage gibt es auch kleine Tutorials, um zu sehen, wie das Ganze richtig rum erstellt wird. Also ihr seht es hier, für diesen Effekt muss die Insta360
auf einem Selfie-Stab montiert werden und man geht zum Beispiel durch eine Stadt und kriegt diesen coolen Effekt. Ich habe es hier ein bisschen anders gestaltet, weil Thema Auto, habe die One X in dem Fall auf dem Saugnapfstativ montiert und dann flip einfach auf die Fahrerseite vom Auto gesetzt. Nun, die Aufnahme ist im Kasten, muss von uns nur noch ausgewählt werden. Vorlage verwenden. Jetzt schauen wir, wo das Ganze ist. Lass mich nur mal schnell suchen. Na, könnte das hier sein? Okay, wählen wir aus. Ist bestätigt. Häkchen gesetzt. Magic. Wir lassen die KI ein bisschen rechnen. Und schon hat die App von alleine den Auto-Timeshift-Effekt hinzugefügt. Das heißt, einzelne Elemente werden schneller abgespielt. Man hat eine leichte Verzerrung, was so ein bisschen Geschwindigkeit darstellen soll. Bei dem nächsten Shotlab habe ich das Ganze so ein bisschen zweckentfremdet. In erster Linie ist es dafür gemacht, dass man zum Beispiel sich selbst von einer zweiten Person filmen lässt. Der Name sagt schon aus, Flip My Day. Man könnte sich morgens aufnehmen, wenn man sich gerade noch so im Bett streckt zum Beispiel, dann flippt das Ganze um, man ist schon beim Essen, flippt nochmal, man ist am Zocken oder Drohne fliegen, was auch immer. Ich habe das Ganze verwendet, um ein Auto zu filmen. Und so sah das Ganze aus. Wir schnappen uns die Flip My Day Vorlage, zack. Auch hier wieder ein Tutorial-Vorlage verwenden. Es werden bis zu 6 Aufnahmen benötigt, steht hier. Aber wenn ihr weniger habt, das reicht auch vollkommen aus. Für diese Aufnahme die Kamera nicht auf dem Saugnapf, sondern auf der Selfie-Stange wieder montiert. Habe mich einen Meter, habe ich einfach mit einem Schritt ausgemessen, vors Auto gekniet und dann von links nach rechts jeweils die Kamera bewegt in so einem Halbkreis. Natürlich vorher immer eine Aufnahme gestartet. Das macht man an den unterschiedlichsten Locations und wie ich finde, das passt dann auch letzten Endes zu Flip My Car und nicht Flip My Day. Also man wechselt dann Locations oder die Ansicht vom Auto. Einfach hier gemacht. Ja, ihr seht das, sieht hier noch nicht spannend aus, weil hier die Stabilisierung wieder den Job macht. Aber es ist die passende. Einmal hier ausgewählt, einmal da ausgewählt. Ich glaube hier, was waren die kurzen? Eine, ich lasse mal 3 Häkchen gesetzt. Das Ding rattert. Zack, zack, zack. Und wir haben den Effekt. Die Fly Labs ist auch in erster Linie dafür gemacht, dass man mit Selfie-Stick und Kamera zum Beispiel durch eine Stadt geht. Das Ergebnis sieht auch am besten aus, wenn um einen herum viele hohe Gebäude sind zum Beispiel. Ich habe das Ganze wieder zweckentfremdet. Ich hatte gehofft, dass das anstatt Häuser Bäume zum Beispiel oben gezeigt werden und dann wieder die Fahrtrichtung. Hat irgendwie hier nicht hingehauen. Deswegen schnappen wir uns mal eine ältere Aufnahme. Dabei hatte ich die Insta360 auf der Motorhaube mit Saugnapfstativ platziert. Also genau das, was ich mit den Bäumen eigentlich vorhatte. Aber da hatte die KI nicht mitgemacht. Hier aber schon. Ich denke, es liegt wirklich an den Häusern. Aber hier die passende Aufnahme ausgesucht. Lassen das Ganze hier analysieren, rendern. Das kann auch mal dauern. Natürlich, je mehr Performance euer Smartphone hat, umso schneller ist das Ganze umgesetzt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es wäre im Grunde eine normale Kamerafahrt mit jeder anderen Action-Kamera. Und hier kriegt man halt solche coolen Sachen hin. Und ihr seht das, gerade wenn Häuser kommen, dann wird die Kamera auch nach oben hingeschwenkt. Und man kriegt halt diesen Fly-Labs-Effekt. Und ja, dank der 360-Grad-Abdeckung kriegen wir diese flüssigen Kamerafahrten hin. Eine letzte Vorlage schauen wir uns nochmal an. Zumal es draußen immer dunkler wird und die Sonne gerade mein natürlicher Lichtspender hier für dieses Video ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die letzte Vorlage nennt sich Shadow Clone. Beim Shadow Clone ist es so, dass eine Person geklont wird und mehrmals in einer Aufnahme auftaucht. In dem Fall natürlich ich. Dazu habe ich die Insta360 Kamera mit dem Selfie-Stab in die Mitte von meinem Couchtisch gestellt und quasi an der Stelle, an der ein Klon erschaffen werden sollte, 10 bis 15 Sekunden verbracht. Einmal mit dem MacBook, dann die Position gewechselt, mit der Mavic Air 2 so ein bisschen rumgespielt, die FPV-Brille und zu guter Letzt dann so ein bisschen die Kamera gewunken. Und hier hat dann die KI automatisch erkannt, ach, der hat eine längere Zeit auf dieser Stelle verbracht. Und jetzt müssen wir einfach nur noch über die Shadow Clone Vorlage
diese Aufnahme, es ist nur eine, ihr seht, dass eine Aufnahme benötigt, auswählen. Zack, das war diese hier. Ja, ihr seht das, hier sitze ich erst am MacBook, wenn man vorspult. Mal hier rüber, da mit der Mavic. Zack, wird ausgewählt und jetzt lässt die KI ihre Muskeln spielen und erstellt uns diesen fertigen Effekt. Jetzt ist es so ein bisschen suboptimal, ich kann es nicht ideal vorführen. Ihr habt ja den Shadow Clone Effekt jetzt im Video schon gesehen, das heißt, ich habe es schon bereits einmal hier in der App gemacht und ich kann das nicht mehr rückgängig machen, auch mit neu importieren, andere Aufnahmen ausprobieren. Das System reagiert sofort und zeigt schon das fertige Projekt an. Aber im Grunde startet das Ganze mit diesem Bild. Man hält dann länger gedrückt mit dem Finger auf die Person, die KI erkennt die Person und trackt die ganze Zeit, während man hier umhergeht, die Person quasi und schneidet die Übergänge weg. Und dann sieht es richtig cool aus, mehrere geklonte Personen bei unterschiedlichen Tätigkeiten in einem Raum ohne irgendwelche komischen Übergänge. Jetzt habt ihr doch ein ausführliches Tutorial zu den Möglichkeiten in der Insta360-App bekommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um zum einen mich zu unterstützen und zum anderen keine Videos hier auf dem Kanal zu verpassen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.